Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben im Nether, weil wir hatten Netherwarzen gefunden. Yay, Netherwarzen. Jetzt müssen wir die bloß noch irgendwie sicher nach Hause bringen. Das wäre toll. Die Frage ist bloß, wie kommen wir hier wieder nach Hause? Weil ein bisschen verfranst habe ich mich schon. Aber ich glaube, es war doch hier. Und dann war das, ich glaube, hier so ein Seitengang. Ich habe es nämlich in der Aufnahme gesehen und genau hier ist es. Ich markiere mir den tatsächlich mal mit Glowstone. So. Ja gut, jetzt haben wir hier die eine Fackel. Ah, scheiß auf den ganzen Netherstein. Den brauchen wir eh nicht. Ja, nee, ich hatte es mir nämlich in der Aufnahme nochmal angeguckt und hab so gedacht, Moment, Moi, da hast du doch was gesehen und ah, du bist dran vorbeigerannt und hattest gedacht, nö. Aber doch, da war's, ja, tatsächlich. So, und diesmal machen wir es richtig und nehmen das Ding natürlich mit. Ich habe auch festgestellt, dass die letzte Aufnahme ein bisschen zu kurz war. Geschuldet dadurch, dass mein Tita-Timer, den ich ja nicht aufgeladen, also der Akku leer war von meinem Timer, also hier die Batterie. Und ja. Dadurch wurde die Aufnahme ein bisschen zu kurz. Das tut mir natürlich furchtbar leid. Dementsprechend werden wir die Aufnahme jetzt hier einfach ein bisschen länger machen und gut ist. Die verlorene Zeit quasi aufholen. Das klingt doch fair, oder? Dann machen wir hier. Vielleicht sogar lege ich noch ein paar Minuten drauf. Einfach, weil wir so nett sind. Dann können wir das doch mal machen. So, die Frage ist, warum ist hier oben eine Fackel? Ach, weil es da weitergeht. Okay. Ja, wir orientieren uns weiterhin an unseren Fackeln, um den Heimweg zu finden. Unser Kompass hilft uns hier im Nether nicht wirklich viel. Okay. Ich will eigentlich bloß die ganze Chose nach Hause bringen. Wollte ich eigentlich schon letzte Folge, aber da hätten wir es sowieso nicht geschafft. Und wo müssen wir hier lang? Da oben? Nee. Da hinten? Verdammt, habe ich hier nicht irgendwo eine Fackel gesetzt? Ich weiß es gar nicht. Hier, das sieht, glaube ich, nicht unbedingt richtig aus, oder? Hey, dann wäre hier eine Fackel. Verflixt. Okay, wir orientieren uns weiterhin an den Fackeln. Das auf jeden Fall. Von da kommen wir. Verdammt, wo kommst du her? Wo willst du hin? Kann es sein, dass man von hier hinten kam? Von hier oben? Ich guck mal, ob wir von hier oben kamen. Sieht aber eher weniger so aus. Verflixt noch eins. Wo kamen wir denn her? Das habe ich mir in der Aufnahme natürlich wieder nicht angeguckt. Ich glaube, wir hatten so einen Haken geschlagen. Kann das sein? Oder geht's hier runter? Hier runter geht's. Alles klar. Genau, wir hatten ja diesen Haken geschlagen. Alles klar in Kambodscha. Jo, hier sind auf jeden Fall wieder Fackeln, die uns hoffentlich baldig nach Hause führen werden. Oh, ich will doch bloß den Netherwarzen sicher nach Hause bringen. Mehr will ich nicht. So, den Sand hier weg. Ja, ein bisschen Sand können wir uns ja noch mitnehmen, den werden wir ja auch brauchen. Von dem Soul Sand. Der ist ja wichtig für unser späteres Geschick, um Netherwarzen auch anbauen zu können. So, da geht's auf jeden Fall hoch. Genau. Ja. Komm schon. Komm schon. Weit ist es nicht mehr. Ich bin da sehr zuversichtlich, was das angeht. Hallo? Ne, ist bloß ein Schweinemensch. Da ist eine Fackel. Alles klar. Und da und da und da und da hinten. Oh, war ja. Also ich weiß, es ist noch ein ganzes Stückchen Weg, weil wir haben ja dann auch irgendwo noch eine Steinbrücke gebaut. Die müssten wir noch überqueren und. Oh, war ja. Ich glaube, in der letzten Folge hat man den Weg so oder so nicht geschafft. Hier ist auf jeden Fall was. Das sieht gut aus. Stein. Ja, hier können wir hoch. Juhu. Und dann? Kamen wir von hier vorne? Kann das sein? Das ist auf jeden Fall eine Fackel.
Sind wir hier drüber gelatscht? Ja gut, gehen wir einfach mal hier lang, weil der Weg erstaunlich danach aussieht. Von da oben kamen wir... Nein, hier, hier ist eine Fackel, alles klar. Eine Treppe. Alles klar, ja, jetzt sehe ich es auch. Oh, weia. Na, wir haben auf jeden Fall erstmal die Netherwarzen, das ist schon mal das... unser großes Ziel gewesen. Da hinten geht's rüber. Jetzt will ich bloß aufpassen, ich will hier nicht runter in Lava fallen oder irgendwas. Oh, weia. Selber, blöder, blöder, Neter, Gas, Geist, whatever. Da ist die Steinbrücke, alles klar. Ja, die Steinbrücke. Oh, weia. Egal, weiter, 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 weiter. Einfach wegrennen vor dem Vieh. Ich habe jetzt keinen Bock, mich mit dem zu prügeln. Das sieht nach einem Weg nach oben aus. Hallo? Böse Geister? Seid ihr hier? Wollt ihr mir Böses? Ich hoffe nicht. Hui. Diese sind garstig. Hier, wir haben auch ganz schön mit Fackeln verschwendet. Gut, der Weg ist eindeutig sichtbar, aber gerade auf solchen offenen Flächen ist das ja ziemlicher Quark eigentlich. So, und hier, naja gut, hier sehen wir dann auch die Fackeln. Zum Glück haben wir uns die Wegpunkte markiert, ganz ehrlich. Ansonsten, den Weg hätte ich mir nicht gemerkt. Das war einfach nötig, dass wir uns das Ganze markieren. Und ich gehe auch da lang, wo die Fackeln sind, weil ich an anderen Stellen eventuell die Furcht hätte, weiß nicht, in so ein Erdloch zu fallen und dann da zu sterben oder sowas. Das wäre jetzt sehr ungünstig. Wir halten uns einfach an die Fackeln. Sie leuchten uns den sicheren Weg nach Hause. So hoffe ich es zumindest. Wir haben auch nicht mehr viele Steaks. Oh weia. Und das sind solche Löcher hier, die ich meine. Da so Loch, Loch und Loch. Hier geht's nicht lang, oder? Könnte, da geht's aber auch lang. Was habe ich hier gemacht? Ich weiß es nicht. In welche Richtung? Hier hört es irgendwie auf. Okay, wir gehen mal lieber in die andere Richtung. Die scheint mir auch irgendwie oder mich mehr anzusprechen. Hoffen wir, dass es so ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier geht es nach Hause. In diese Richtung. Ein wenig. Hoffentlich rennen wir jetzt nicht im Kreis. Oh, weia. Okay, eine Fackel. Und drei Fackeln. Das sieht auf jeden Fall schon mehr nach einem Weg aus als auf der anderen Seite. Ja, doch. Ich kann mich erinnern. Das war hier der lange Gang, den wir gebuddelt hatten. Oh. Ein Ende ist in Sicht. Hör auf, Geräusche zu machen. Blöder Gast. Oh, weia. Jetzt erstmal durch den langen, langen Tunnel rennen. Ja, du kannst ruhig rennen. Gut, der will nicht rennen. Ist hier nicht sogar schon das Portal nach Hause? Ich glaube, ja. Oh. Aber ist mir jetzt egal. Ich will nur nach Hause. Ja, da unten. Da ist der Überbau. Wir haben es fast geschafft. Hui. Au. Mir egal. Au, mir egal. Oh. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder daheim. Ja, wir sind wieder daheim. Oh, super. Das Erste, was ich mache. Erstmal eine Netherwarze auf jeden Fall in dieser Truhe hier sichern. Die ist jetzt schon mal safe.
So, nicht, dass uns jetzt hier ein Creeper sprengt und auf einmal alles verschwindet oder so. Das wäre sowas von ungünstig. Das will ich überhaupt nicht. Oh, weia. So. Und natürlich ist es dunkel. Ah, das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Obwohl ich hier Skelette höre. Hui, ich verstecke mich einfach im Bambus. Wir gehen erstmal schlafen. Juhu! Juhu, schlafen! Oh, wir haben es geschafft. Leute, wir sind wieder da und wir haben Netherwarzen mitgebracht. Wie klasse ist das denn? Ja! Ja! Yay! Boah! So, erstmal hier ein bisschen aufräumen. Dann müssen wir noch gucken. Die Netherwarzen, die bauen sich ja nicht von alleine an. Hier sind schon wieder Hasen am Abbauen. Nee. Wo können wir Netherwarzen anbauen? Ich habe sogar eine Idee, wo wir Netherwarzen anbauen. Eine ganz gute Idee. Denn wir haben ja hier unsere lustigen Türmchen. Dann würde ich sagen, missbrauchen wir den doch einfach mal. Und bauen hier Netherwarzen an. Moment. Das ist ja alles falsch. So rum ist besser. So. Das bedeutet, ich brauche Soul Sand. Dann machen wir gleich mal hier zwei oder drei Reihen. Machen wir drei rein. Warum nicht? Sand. Das Schöne ist, die Netherwarzen brauchen ja kein Wasser. Die wachsen auch so. Und dann können sie jetzt hier vor sich hin gedeihen. Ah, wir haben es geschafft. Ich wäre bekloppt. Ja, ich freu mich da schon. Ein bisschen. Irgendwie schon. Ah, Netherwarzen. Endlich. Endlich. Meine Güte. So. Und dann können wir jetzt erstmal in aller Ruhe den ganzen Kram hier in die Nethertruhe reinschmeißen. Sowas hier. Und sowas. So schön. Wir sind wieder da. Wir haben es. Vor allem, wie lange wir dafür gebraucht haben, um so ein paar blöde Netherwarzen zu finden. Ey. Boah. Ganzes Deck. Oh. Ganzes Deck. Netherquarz gefunden. Ja, machen wir es halt so. Auch okay. Und Glowstone haben wir noch ein bisschen mehr. Und Glowstone Staub. Und. Was? So viel. Brennen wir erstmal ein bisschen Netherstein. Wir haben so viel davon. Da können wir den auch brennen. Da gibt er nochmal ein bisschen Erfahrung. Außerdem haben wir dann diese lustigen Ziegelsteine dann da rausgeholt. Warum nicht? Zack. So, der Rest kann da rein. Holz. Ja gut, Holz haben wir jetzt wieder. Ein paar Fackeln. Die Steine, die brauchen wir jetzt nicht. Die können hier rein. Steine haben wir übrigens auch nicht mehr so viele. Komisch. Ja gut, wir haben viel an der Monsterfalle da verbaut. Und die ist ja noch nicht mal fertig. Also da kommt auch noch einiges zusammen. Da werden wir auch noch einiges brauchen. Die Träne kann ja auch mit rein. Super wertvolle Kiste. So. Und Schießpulver. Ne, Schwarzpulver ist es. No, entschuldigen Sie. Es ist Schwarzpulver. Kann mir dieser Fauxpas noch einmal verziehen werden? Ich glaube nicht. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. So. Die ganze Ausrüstung kann dann jetzt wieder hierhin, unsere Nether-Ausrüstung. Und wir nehmen wieder unsere eigentliche Ausrüstung. So rum. Die Hut. Nee. Das ist die Glücksspitzhacke. So, doch so rum. Die Hutspitzhacke und die Glücke. Nehmen wir. Das ist die Backup-Glückhacke. Naja, was auch immer. So, und die Axt natürlich. Und weil ich geguckt habe, wir brauchen eigentlich noch ein bisschen Holz. Nehmen wir das hier. So. Huch, gleich so viel.
So, rein da mit dir. Den Rest nehmen wir mit. Ein bisschen Fleisch können wir auch nochmal mitnehmen. Einfach aufstocken. Ah, meine Güte. So, und was wollten wir probieren beim letzten Mal? Ich hatte den Hinweis bekommen, so ganz dezent, dass wir doch was probieren wollten, nämlich mit einem NPC und einer Leine. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das funktioniert, aber wir versuchen es mal. Vielleicht können wir ja tatsächlich hier einen Schmied aus dem NPC-Dorf klauen und den bei uns in die Schmiede reintun. Das wäre natürlich super geil. Aber ich glaube, man kann NPCs nicht mit einer Leine. Also wir versuchen es mal. Warum nicht? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich habe es noch nie probiert, aber hey, probieren kann man's. Also, das probieren, probieren. Ja, Attacke. NPC. Wuhu. Dann können wir die nämlich vielleicht auch bei uns noch ein bisschen vermehren oder keine Ahnung, wie wir das machen. Oder es gibt noch andere Möglichkeiten, die sind aber ein bisschen aufwendiger, aber auch interessant. Also, wir versuchen es einfach mal. Ob der NPC uns an der Leine folgt. So, das sind Schweine. Da ist zum Beispiel ein Schmied. Das sind so viele. Ja, jetzt komm mal her. Nee, geht nicht. Mit Rechtsklick handelt man bloß mit denen. Die wollen dann nur mit einem handeln, aber nichts weiter. Die kann man nicht an die Leine legen. Doof. Geht also nicht. Wir haben es aber mal probiert. Kann keiner sagen, dass wir es nicht versucht haben. Die gucken sich ja alle die Hühner an. So. Ja, Hühner können wir auch bei uns, aber ja, die gackern so rum, tapseln, das macht bloß Krach. Das muss nicht sein. So. Ach, hier wollten wir auch mal die Straße noch umlegen, oder? Oh, Gott. Habe ich mich erstmal erschrocken. Uiuiuiuiui. So, also geht nicht. Vielleicht so ein kleiner. Vielleicht kann man so einen kleinen mitnehmen. Nein. Geht nicht. Schade. Ich habe es probiert. Rechtsklick, klick, 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 klick. Wir brauchen also eine andere Methode. Warum fehlt denn hier Zuckerrohr? Ich weiß es gar nicht. Wir brauchen also eine andere Methode, um NPCs da bei uns reinzukriegen. Frage ist, wie? Ich habe eine Idee, was funktionieren könnte. Könnten wir probieren. Also ich weiß nicht, ob das effektiv funktionieren wird, aber Versuch. Nimm das Huhn. Ah, verflixt. Voll vors Gebüsch geworfen. Und das Eis am Gebüsch zerschellt. Warum nicht? Es gibt ja auch die Möglichkeit, NPCs zu, ja, sag ich mal, erschaffen, auch im normalen Spiel, ohne rumzuschießen. Und zwar, indem man einen Zombie-Villager, also so ein Zombie, der aussieht wie so ein Dorfbewohner, indem man so einen, glaube ich, einen Trank der Schwäche gibt und danach einen Goldapfel füttert, dann verwandelt der sich, glaube ich, wieder zurück in den normalen NPC. Das müsste eigentlich gehen. Da müsste man bloß gucken, dass wir da irgendwie so einen Zombie reinkriegen. Das ist dann die Schwierigkeit. Und das könnten wir realisieren, indem wir ihn da spawnen lassen. Oder. Ja, ich überlege gerade und nebenbei baue ich ab. Also nicht wundern. Will man ja effektiv sein, wenn wir schon überlegen. Weil ich jetzt auch gerade versuche, mir vorzustellen, wie machen wir das am dümmsten. Wir könnten. Jawohl, wir könnten tatsächlich versuchen, einen so einen Turm zu so einem Monster-Spawner auszubauen. Dort einzelne. Oder wir machen das direkt in der Schmiede, da haben wir nicht so weit einen Weg. Ah, da müsste die Schmiede dunkel sein. Und das ist so eine Sache, ja. Ja, wir können es einfach mal probieren. Ich meine, was haben wir in der Schmiede großartig zu verlieren? Ein bisschen, ja, Dinge, die können wir aber neu aufbauen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ich glaube, wir versuchen es mal in der Schmiede sowas aufzubauen.
In der Hoffnung, dass da vielleicht sogar einer spawnt, so ein Zombie. Müssen wir auch gucken, dass hier drumrum nichts spawnt. Laut nachgedacht und überlegt und schlussendlich doch nicht zum Entschluss gekommen. So, die Leine tue ich mal da rein. Na, ihr Kühe! Der Kuhpool. Die können wir echt mal erweitern. Ja, die Kühe fühlen sich dann nicht unbedingt wohl, aber. Obwohl, hier ist so viel Licht drin. Ich kann das auch schlecht einschätzen. Oder wir bauen einfach außerhalb noch so eine kleine Hütte. So eine Spawnhütte, um zu gucken, ob das geht. Ich glaube, wir machen es eher so. Es wird jetzt sowieso gerade wieder dunkel. Dunkel. Ja. Dann gehen wir erstmal schlafen. Und dann habe ich sowieso noch was vor. Folgezeit jetzt eigentlich vorbei, aber wir machen ja ein bisschen länger. Dann habe ich sowieso noch was vor, denn ich möchte unsere 30 Level investieren, die wir hier effektiv für uns gefunden haben. Wupp. Und das bedeutet, ich werde die nicht in diesmal nicht in eine Spitzhacke investieren, sondern ich werde zwei Diamanten nehmen. Und ein. Na? Was baut man daraus? Na, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr mir sagen. So. Natürlich ein Diamantschwert bauen. Das ist der Plan der ganzen Sache. Und dann in der Hoffnung, dass wir auch. So, erstmal noch ein paar neue Fackeln. Da was Cooles drauf kriegen, wie zum Beispiel Flamme oder so, also hier verbrennen. Auf einem Diamantschwert ist Verbrennen enorm genial. Weil es die Viecher dann wirklich schön killt und unter anderem, wenn wir dann Kühe schlachten, kriegen wir gleich gebratene Steaks raus. Das wäre natürlich mega cool. Wir versuchen es mal. Hier sieht man es ja schon. Haltbarkeit, Haltbarkeit, Schärfe. Wie war das, wenn man was anderes mitnimmt, dann geht das, glaube ich, kommt da was anderes drauf. Haltbarkeit, Haltbarkeit, Schärfe. Muss man da was anderes erstmal verzaubern oder so? Aber das kostet dann ein Level, dann brauchen wir wieder ein Level, was wir erreichen müssen. Vielleicht, wenn wir einen anderen Gegenstand reintun. Spitzhacke zum Beispiel. Haltbarkeit, Effizienz, Effizienz. Und jetzt? Gut, wir könnten auf gut Glück machen, aber das Ding hat ja hier schon übelste Haltbarkeit. Ja, ein super haltbares ein super haltbares Schwert ist ja jetzt auch nicht das, oder? Nee, wir lassen das mal lieber. Gucken, dass sich das vielleicht noch ändert. Tun wir das jetzt erstmal hier rein. Mist. Ich hätte jetzt so. Oh, jetzt schön Flamme oder. Oder vielleicht auch Loot. Oh, das wäre auch klasse. Loot auf so ein Schwert. Wenn wir dann Viecher hauen, wenn unsere Monsterfalle dann fertig ist. Dann können die tak, 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 tak. Ins Gesicht. Aber warte mal. Wir können doch, warte, wir können das eine Schwert kurz verzaubern für ein Level. Dann füttere ich die Kühe. Und dann können wir gucken, dass wir da was Neues drauf kriegen. Das ist ein Plan. So, wir verzaubern das jetzt mal hier für ein Level. Haben dann Schärfe gekriegt. Ja gut, das ist nicht unbedingt das schlechteste Schwertchen. Rückstoß, Haltbarkeit, Bann. Vielleicht bauen wir uns noch ein Schwert. Mal gucken. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das eine Level wieder zusammenkriegen. Aus dem ganzen Getreide hier. Zack. Hey. Hey. Na, ihr lustigen Kühe.
Are you ready? Ready to rumble! Da schwimmen wir mal wieder eine Runde in unserem Luxus-Kuhpool. So, hier die am Rand kriegen auch noch ein bisschen was ab. Und da kriegen wir auch ganz gut Level bei raus. Ja, Level 30, sehr schön. Hat man das auch wieder geschafft, dann wieder zurück. Tschack und tschack. Dann wollen wir uns jetzt nochmal schnell ein Schwert. Und mit dem Schwert können wir dann nochmal verzaubern. Vielleicht kriegen wir dann endlich... Also entweder Loot oder Feuer hätte ich gerne auf dem Schwert hier. Gut, das ist jetzt verzaubert, meine Güte. Machen wir uns hier neue Stink. So, das Stöckchen kommt dahin. Dann bauen wir uns ein neues Schwert. Genug Eisen haben wir ja eigentlich, also das sollte nicht das Problem sein. Rückstoß, Haltbarkeit, Schärfe. Ja, irgendwie immer dasselbe bei Schwert. Ja, dann machen wir halt hier so ein super scharfes Eisenschwert irgendwie draus. Dann können wir die anderen kombinieren. Auch okay. So, was haben wir jetzt? Haltbarkeit, Schärfe, Haltbarkeit. Ach, Mist. Na wohl, warte mal. Wir machen es jetzt einfach so. Wir bauen uns jetzt noch ein Schwert. Das eine Level ist ja okay. So, dann müssen wir halt zwei Level aufholen. Aber ich will ganz ehrlich Schärfe und Haltbarkeit. Oh. Können wir uns eigentlich schon fast ein super mega geiles Eisenschwert bauen. Schärfe 4. Nemesis der Gliederfüßer und Bann. Naja. Schärfe 4 ist geil. Das nehme ich natürlich auch mit. Wir brauchen Level 30. Wir brauchen unbedingt jetzt zwei Level. So, die kommt da rein. Das kommt hier rein. Und wir gucken, dass wir... Ne, wir können zum Beispiel noch Schafe füttern. Häschen können wir auch nochmal füttern. Und Kühe schlachten. Da gibt es auch noch ein paar Level, die man sich abholen kann. Na? Na ihr, habt ihr Hunger? Bäh. So, gibt es noch ein paar kleine Schafe. Haben jetzt alle was? Seid ihr alle gut versorgt? Gibt es hier noch ein paar Level? Nein, 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 nein. Oh. Auf jeden Fall ganz viele kleine Schafe. Bäh, 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 bäh. So, dann haben wir da schon mal ein paar Level mehr. Jetzt müssen wir gucken. Kühe töten. Kriegen wir aus Kühe töten, kriegen wir da 1,5 Level raus? Ich glaube fast nicht. Haltbarkeit und Schärfe. Oh Gott. Wenn wir das kombinieren, das wird ja das übelste Haltbarkeitsschärfe. Scharfe Haltbarkeits... Also Schwert und... Ja. Peng. 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 Ja, komm, die Kühe sind sowieso viel zu viel hier. So. Alle hier in der Ecke weg. Und du weg. Und du weg. Du weg. Du weg. Ich glaube, das wird so vom Level her nix. 29, aber das... Okay. Wir brauchen einen anderen Plan, um an Level ranzukommen. Wir brauchen unbedingt diese XP-Farm. Unbedingt. Aber das alles erst in der nächsten Folge von Minecraft, denn diese Folge haben wir jetzt lang genug gemacht, weil die ja da vorher kurz war. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Also morgen. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao!